I just want to know how it feels, you know, realizing that you're trapped in a situation where you're just losing control of the city. That's a matter of opinion. Opinion? Yeah, there's your opinion, and then there's the truth. Any comment on the nightmare Darren graffiti I see all over town these days? I mean, come on. Aren't you worried that you might have a public perception problem? I don't worry about what criminals are writing on walls, Dick. A safer Sanparo. That's what I promised in the election. That's what I'm delivering. The City Security Act. That's your big idea, huh? Giving every Yahoo out there a license to roam the streets armed? We need people willing to fight fire with fire. All you've done is create legalized vigilantism. Now we have competition. We have enforcers provoking criminals, and criminals are taking it out on the whole damn city. Und damit herzlich willkommen zu APB Reloaded. All Points Ballot. Aber halt, wir sagen APB, das klingt besser. Wir spielen, ich weiß noch gar nicht, was wir spielen wollen. Wir haben zur Auswahl Krimineller und Vollstrecker, was man deutlich im Intro gesehen hat. Moment, Maus, komm zurück. Also es ist, wie gesagt, diese zwei Fraktionen, Kriminellen und Vollstrecker. Und ich will mich für den Anfang erstmal für die Kriminellen entscheiden, da wir da mehr machen können. Vor allem es auch mehr Laune macht. Okay, drücken wir mal drauf. Want to change things. Question is how. This is how. Don't need any badges or government licenses to do what we do. Just need the right attitude. Do what you want. Take what you want. Keep on moving, making deals, stirring things up. Gotta be careful though. Lots of eyes out there watching you. And not all of them friendly. Guess it's part of the fun though, right? You can do it well and people start to know who you are. That's good. It's a lot of competition. You gotta stay with the action if you want to stand out from the crowd. Get enough attention, and you're king of the block. But that kind of status comes with a price. You want to survive, you gotta think about hooking up with some of the bigger crews. G-Kings, Blood Roses, they all got people out there. You find them and do favors for them, they do favors for you. It's the way it works. Change is coming. Now prove you're good enough to be part of it. Also wir können uns Syndikaten anschließen. Blood Roses. Und achso. Ramme mit dem Auto, Schaufenster und traue Passanten aus, um schnelles Geld zu machen. Hau ordentlich auf den Putz und versuche so wenig wie möglich aufzufallen. Sorge durch Vandalismus, Brandstiftung, Überfälle und Bombenanschläge für Chaos in. Aha, hier ist nochmal die Geschichte. Ich würde sagen, wir gehen einfach mal weiter, machen eine Charakterstellung. Dam, da sind wir. Wir können entscheiden zwischen männlich und weiblich. Wir bleiben bei, denke ich mal, bei männlich. Hautfarbe können wir ändern. Eigentlich gefällt mir die Hautfarbe. Wir können 40 bis 50 wählen. Wenn wir das mal anschauen. Oder Zufall. Irgendwie sehe ich keine Veränderung gerade. Muss ich das irgendwie auswählen? Nehmen wir mal zufällig. Mal sehen, was dann passiert. Nee, halt hier Anpassung, oder? Nee, halt, da kann ich noch die Haare und alles einstellen. Machen wir mal zufällig. Ich kann mich ja sowieso selten festlegen. Alter. Das sieht interessant aus. Machen wir nochmal zufällig. Weil der Athlet. Was haben wir jetzt? Ja, natürlich. Bill Cosby macht auch mit. Nein. Oh. Hatten wir nicht am Anfang? Nur ohne die Pickel auf der Brust. Nehmen wir mal den Pickelmann. Muskulös. Machen wir mal normal. Und Anpassungen. Nehmen wir was mal Haare. Der hat ja nicht mal Haare auf dem Kopf. Sehen ja aus wie ein Rust. Was haben wir denn? Achso, Haarstil können wir wählen. Gucken wir mal, was es alles gibt. Aha. Also wir können auf jeden Fall bis 30 Haarstile aussuchen.
Das sieht doch super aus. Oh, das können wir auch noch einstellen. Hintere Länge. Oder mittlere Länge. Können wir das... Was, hallo? Achso, hier, so können wir ihn drehen. Aber wir können hier eigentlich auch nichts groß einstellen. Da können wir den immer länger machen, oder wie? Guck mal, was haben wir denn noch? Ja, natürlich, Afro ist sowieso immer super. Also wie ein Punk rumlaufen will ich nicht. Bin ja nicht so ein Freund von Zecken. Das sieht doch ordentlich aus. Naja, eigentlich... Wir sollen ja nicht ordentlich sein, wir sollen ja eigentlich krimineller... was weiß ich sein. Das sieht aus wie meine damalige Frisur, die ich mal hatte. Ich würde sagen, die nehmen wir auch. Mir gefällt das. Fransenlänge? Was können wir machen? Ach, wir können auch das Ding verlängern. So, dann sehen wir gar nichts, sind wir voller Emo. Was können wir hier machen? Ach, wir können die noch länger machen. Das machen wir mal natürlich ein bisschen kürzer, dass es nicht so auf die Schulter hängt. Mittlere Seitenlänge, mal sehen, was kann man da machen. Achso, das ist das, okay. Und die Nackenlänge, das ist hinten. Da gehen wir ein bisschen hoch, so. Jetzt brauchen wir noch eine Haarfarbe. Na, der Blonden natürlich nicht, das sieht aus... Oh, wie sieht das aus? Wie sieht das denn aus? Mal sehen, wir haben ja noch Braun, oder? Braun? So ein dunkleres. Oder wollen wir Schwarz beibehalten? Nehmen wir mal noch dunkleres Braun. Das kommt schon fast meiner Farbe ähnlich. Nehmen wir mal das. Voll der Emo. Was können wir im Gesicht machen? Ohrformen können wir ändern. Das sieht man ja auch nicht bei den ganzen Haaren. Da brauchen wir keine Ohr. Warte mal, die Augen. Können wir ein bisschen ranzoomen. Ah, wir können auch ranzoomen. Pupillenform. Oh, hier voll die Katzenaugen. Rote Augen. Nehmen wir mal die Katzenaugen. Wimpernlänge, Augenlidposition, Augenhöhlenform. Kann man das auch verschieben? Sehe ich irgendwie keine Änderung. Augenmerkmale. Körpergröße. Kann wahrscheinlich Schlitzaugen kriegen. Auch Anhebung. Abwärtssteigung. Ja, sieht schon ein bisschen schlitzig aus. Schielen können wir auch. Ach so, okay. Augenneigung, brauchen wir nicht. Was haben wir noch? Haut. Hautton haben wir ja. Altersflecken, Falten, Adern. Was es alles so gibt. Muttermale. Sehe ich jetzt aber nicht. Irgendwie. Auf unseren prachtvollen Körper. Namen. Ja, natürlich. Wir nennen natürlich Namen, weil Namen sind immer gut. Ja, die sind irgendwie... Ja, schon besser. Nehmen wir mal Unterleib rechts auch noch eine. Wo sind sie? Wo ist er denn? Unterleib rechts. Ist das meine Hose oder was? Oh, das ist kein Penis, das ist eine Narbe. Hinten rechts? Ein Kinn? Oh, das ist gefährlich. Kinnnarbe? Hallo? Gesicht unten? Sehe ich nichts. Hier vielleicht? Nee, das sind doch Grübchen. Egal. Gehen wir mal zurück. Make-up brauchen wir nicht. Gesichtsbehaarung. Ich würde sagen, wir nehmen Clay nur fürs Gesicht. Weil wir brauchen ja nicht wie ein Bär rumrennen. Vollbart nicht. Kurze Stoppeln. Sehen, wie sieht das aus? Ich sehe von den Stoppeln gar nichts, außer hier. Das sind wahrscheinlich von den Haaren. Was haben wir denn noch? 3-Tage-Bart. Hallo? Ah, sind wir einfach nur dreckig. Ah, das passt zum Verbrecher. Hier sehen wir aus, frisch aus dem Knast. Na, würde ich sagen, ich finde den okay. Wir müssen jetzt nicht alles benutzen, aber ich bin eigentlich ganz zufrieden damit. Haben wir noch, was haben wir denn noch? Haben wir denn noch was? Naja, haben wir eigentlich alles.
Gut, dann würde ich sagen, fertigstellen. Was ist das? Achso, ja, der Server, wo wir starten, also welche Welt? Natürlich Europa. Warnung, hast du deine Welt entschieden, so wird dein Charakter permanent mit dieser Welt verbunden sein. Distanz und Server ist wichtig. Wähle die nächstgelegene Welt für die beste Leistung. Natürlich. Wir nennen ihn natürlich Garrett. Und weiter. Charakternamenprüfung gescheitert. Der gewählte Charaktername wird in dieser Welt bereits verwendet. Wenn du eben einen Charakter in dieser Welt gelöscht hast, kann es eine Weile dauern, bis das sich auswirkt. Vielen Dank für deine Geduld. Na toll, wie nennen wir ihn denn dann? Wir nennen ihn Igor. Selbst Igor gibt es hier. Manu. Wir nennen ihn... Igor der Knacker. Also jetzt nicht, dass er alt ist, sondern dass der Autos stiehlt. Deswegen Igor der Knacker. Mal sehen, was... Nee, können wir nicht machen. Wahrscheinlich, weil der Name zu lang ist. Verdammt, das wäre super Name geworden. Ich könnte ja nur was dran setzen, wie ich sehe. Ja, wir können keine Leertatzeichen benutzen. Ach, das ist doch Mist. Wie können wir den noch nennen? Dann nennen wir ihn eben Garrett Lee. Garrett Lee. Und es funktioniert. Oh Mann, aber Igor der Knacker hätte mir besser gefallen. Wollen wir ein Tutorial machen? Nein, ich habe genug von Tutorials. Wir machen das einfach so aus dem Stand raus. So, wir können Distrikte wählen, wie ich sehe. Fight Club können wir reingehen. Ich würde sagen, finanziell klingt nämlich gut. PvP ist dran, Matchmaking ist an, was auch immer das ist. Und wir gehen in den Distrikt. Finanziell klingt nicht schlecht, weil wir müssen ja erstmal Kohle holen. Wir haben ja echt nichts. Wir fangen jetzt wahrscheinlich wirklich mit nichts an. Wenigstens Kleidung. Ne, Kleidung hatten wir ja nichts, außer die Buchse. Verbinde mit Distrikt. Server. Du lernst nicht nur was dazu, wenn du Tutorials absolvierst, sondern bekommst auch Belohnung dafür. Drücke T, um die Details der aktuellen Aufgabe anzusehen. Der Bildschirm ist schwarz. Und wir sind in der Stadt und wir dürfen uns erstmal aussuchen, wo wir starten. Wie ihr sehen, es sind auf jeden Fall Vollstrecker-Prestige, krimineller, schlechter Ruf. Also wir müssen wahrscheinlich einen schlechten Ruf bauen. Hier sehen wir, wie viele der Kriminelle gerade mitmachen. 33 und 24 Cop. Also wir sind momentan in der Überzahl. Ich denke mal, wir gehen zu Blood Rose. Das wird wahrscheinlich einer dieser Syndikate sein, wo wir uns anschließen können. Und wir müssen uns ja anschließen irgendwie. Wir müssen ja irgendwie irgendwo reinkommen in die Szene. Auf eine alleinige Faust weiß ich nicht, ob wir es da schaffen. Aber wenn jemand... Wie gesagt, auch die Kriminellen können untereinander scheiße sein. Und da sind wir. Kontaktstufe erhöht. Du hast deinen Stand mit Double B auf Stufe 2 erhöht, was? Unser kleiner Strubbelpeter. Hier haben wir so komische Automaten. Munition kaufen, aha, okay. Wir haben ja schon eine Waffe. Das ist ja richtig geil. Rennen, okay. Okay, hier kommen wir wieder raus. Was muss ich drücken? F zum Interagieren. Ja, natürlich, so öffnet man eine Tür. Wie ein Mann. Es ist Tag, das ist schön. Also man sieht, es ist wirklich eine Open World. Kann sich hier frei bewegen. Können wir auch... Haben wir noch eine andere Waffe? Ah, wir haben noch eine Pistole. Können wir die auch wegstecken? Weil wenn das die Polizei sieht... ich will keine... Naja... Da gehen wir erstmal nur mit der Pistole durch die Gegend. Läden sollen wir auch ausrauben können. Ich würde sagen, wir gehen erstmal darüber. Den Passanten, der sieht ziemlich reich aus. Komm mal her. Passant ausrauben. Das dauert auch eine Weile. Ich hoffe, es sieht uns keiner. Ah, die Schnauze, gib mir dein Geld. Oi, da, au, oh, der hat ja schon was fallen gelassen. Nehmen wir es auf. Achso, mit F. Also F ist interagieren. Der rennt weg. Naja, gut, der kann ruhig Hilfe rufen, aber wir sind in der Zeit schon längst weg. Also wir sehen, wir haben jetzt 4 Gegenstände im Inventar da oben rechts. Aber noch genug Geld. Wir müssen das erstmal verkaufen, was wir da klauen.
Wir müssen natürlich immer Passanten suchen, die nicht mit anderen Passanten rumlaufen. Weil sonst haben wir ja Zeugen. Ah, hier sieht's gut aus. Würde ich sagen, wir fangen das mal klein an. Bevor wir uns dann auch an Autos ranmachen. No, ey, der Typ, der erinnert mich an den anderen Typ. Ich glaube, wir räumen gerade denselben nur nochmal aus. Freies Verbrechen sehe ich gerade. Was ist denn ein freies Verbrechen? Oi! Der hat ja... Danke für dein Handy. Der hat auch noch so ein altes Handy. Ich will das Handy noch mitnehmen. Danke. Gut. So. Jetzt haben wir noch einen Aktenkoffer. Jetzt müssen wir mal gucken, wo wir es abgeben können. Ich glaube, die können wir mal bei... Da ist der Typ schon wieder. Ich glaube, der lernt nicht draus. Und ich höre es irgendwo ballern. Da hinten kommen wir zu Strieger Blood Rose. Und der werden wir uns wahrscheinlich anschließen. Wir müssen aber erstmal das Zeug abgeben. Ich glaube, das können wir auch bei denen als Vergütung gleich mal abgeben. Als Gut oder Willen. Unten links haben wir einen Chat, wie ich sehe. Ach, wir müssen hier runter irgendwie. Kommen wir da rein. Es ist ziemlich dunkel. Da ist eine Tür. Die können wir nicht aufmachen, okay. Ist übrigens sehr schön gemacht, dass man so viele Möglichkeiten hat. Dass es nicht alles so, dass es auch so Zwischenräume gibt, dass man auch in Häuser reingehen kann und alles. Da bin ich wirklich wieder, wie gesagt, an GTA. Mensch, wie kommt man denn hier rein? Wir sind doch hier irgendwo, wir waren doch gerade da eben drin, oder? Hier, ah, hier unten. Stehe, okay. Oh, da ist ein anderer Spieler. Gaps heißt er, 2015. Da ist noch ein anderer Spieler. Mila. Ja, die sind schon etwas weiter als wir. Die haben auch schon Autos. Wir fangen ja wirklich komplett klein an. Die sieht ja sehr bunt aus. Ich glaube, das ist der Riddler. Oh, und wir haben das Zeug abgegeben. Gut, jetzt quatschen wir mal die Tante hier an. Das ist so eine Art NPC. Ach ja, Strega Blood Rose einen Eid leisten. Haben wir das jetzt? Also, was stand da? Ein Kopfgeld? Okay. Tutorial? Ich will kein Tutorial machen. Ach so, machen wir es trotzdem automatisch. Also, wir können auch springen. Wir können geduckt laufen. Schön. Was können wir noch? Und die Karte öffnen. Wir sind also da oben. Also, wir haben bis jetzt nur dieses Stückchen gesehen. Ihr seht diese Welt. Die Karte ist riesig. Es ist die Stadt. Wir werden also noch viel hier machen können. Und das ist erstmal der Finanzialdistrikt. Es gibt ja auch noch Water. Blue Water oder wie das hieß. Was? Check your mail. Wie können wir das auch noch? Was nicht bereit? Oh, das ist mir gerade viel zu viel. Aber soweit ich weiß, kann man hier auch mit anderen zusammenarbeiten. Und man kann sich dann so Missionen anschließen. Und auf diesen Missionen passieren halt so Deals. Also dass man da zum Beispiel Drogen verkaufen muss oder sonst was. Warte mal, Geldwäsche? Aha. Jetzt können wir das Zeug, was wir geklaut haben, zur Geldwäsche bringen. Aber das ist, ihr seht, wie weit das weg ist. Vielleicht sollten wir ein Auto mit klauen. Steig aus. Zieh ich dich da raus. Oh, das war aber nicht so nett. Doch, tu ich. Wow, das ist aber ein schönes Auto. Und los geht's. Ich bin nicht da. Ich bin zwar ein guter Fahrer in Need for Speed, aber hier solche Spiele. Oh, sie lenken scheiße. Alter. Oh, ich muss vorsichtig sein. Wow. Ich hoffe, das sieht kein Bulle. Polizeispieler erkennt man ja daran, dass die blau sind. Wir sind jetzt so Art Team Rot. Geldwäsche da drüben. Wir fahren auf der falschen Spur. Na, wir müssen da rüber. Oh. Oh, Entschuldigung. Da ist noch ein anderer Spieler. Den will ich jetzt nicht unbedingt überfahren. Oh, der... Oh, habt ihr das gesehen? Eiskalt. Oh, das ist ein Polizist. Okay, er hat uns... Der war weiß. Das ist einer von uns, okay. Also hier ist irgendwas gerade im Gange. Ich versuche mal möglichst nicht in dieses Geschehen verwickelt zu werden. Bin noch ein kleiner Fisch, ich habe ja noch nicht viel.
gehen wir mal zur Geldwäsche. Und unser Zeug verkaufen können. Ui. Alter. Die Lenkung ist so scheiße. Oh. Oh. Oh, ich gehe zu Fuß. Wir können auch übrigens, so kommt man rüber. Gut. Wir können übrigens auch Autos bestimmt später verkaufen, die wir geklaut haben. Aber da müssen wir erstmal so eine Stelle finden, wo wir sie loswerden können. Also wir sehen da oben links so viel Geld, wie viel ich momentan so habe. Aber oben rechts, wie viel ich hier wirklich habe. Wenn ich die 165 jetzt zur Geldwäsche bringe, dann müsste ich es eigentlich ausgezahlt bekommen. Rein vom Prinzip her. Na, gucken wir mal. Ah, es ist hier gleich hier vorne. Und? Wir haben 148 Dollar zusammengekriegt. Dein schlechter Ruf ist auf Null gefallen. Was? Habe ich hier was Gutes getan, oder wie? Ach, und übrigens, was ich auch noch sehe, wir haben hier da oben Sterne. Das heißt, auch so ähnlich wie bei GTA, so werden wir mehr machen und sehr offen, offensichtlich Kriminalität ausüben, umso mehr werden wir auch offensichtlich für die Bullen. Und dann können sie uns, glaube ich, auch sofort auf Verdacht verfolgen oder festnehmen. Da müssen wir echt aufpassen. Wie sagt unser Garrett Lee, der nutzt erstmal die günstige Stunde, dass überall großes Verbrechen ist. Oh, da hinten ist ein Vollstrecker. Sieht man an die weißen Dinger, diese weißen Marken. Was auch immer die da hinten machen. Ich glaube, die suchen gerade nach jemandem. Da hinten ist ein anderer. Oh, hi. Na, komm her. Hallo. Duck dich nicht, ich kann dich sonst nicht ausplündern. Jetzt, komm. Oh Mann. Na los, komm. Dann weg. Ich bin noch zu nett, denke ich mal. Scrap. Wir sind ja auch noch ein Scrap. Oh. Hat er den einfach überfahren. Es ist sehr belebt hier. Ich würde sagen, wir suchen uns nochmal eine stille Stelle. Oh, hier. Da ist er doch. Komm her. Ich glaube, wir haben es abgesehen auf die Leute mit dieser Frisur. Und unser schlechter Ruf ist gestiegen. Anscheinend wurden wir... Oh, wir wurden gesehen. Wir wurden gesehen. Ein Kopfgeld wurde auf Slipknot ausgesetzt. Wieso Slipknot? Das kann doch nichts dagegen. Oh. Ich glaube, wir gehen erstmal weg. Wie gesagt, wir wurden gefilmt. Die Passanten haben uns gesehen. Und haben schon einen Stern bekommen. Müssen wir ein Schatten sein. Wie ein Linia. Also langsam verstehe ich das Prinzip. Gucken wir mal, ob wir da rüberkommen. Hopp. Okay. Würde ich sagen, für den Anfang... reicht's erstmal. Ich will wissen, was ihr dazu sagt. Ob es euch gefällt oder nicht. Ich würde auf jeden Fall noch einen zweiten Part versuchen. Aber ich lasse euch mal entscheiden. Also bis dann.